Und also wir haben heute so, wir haben eine Machtverteilung über Rechtssetzung. Wir leben in einem Rechtsstaat, Rechte werden gemacht und werden angewendet. Wenn wir dann von Blackboxes umgeben sind, die ständig Entscheidungen treffen, die wir nicht mehr nachvollziehen können, dann regiert uns letztlich dieser Algorithmus, dieses Algorithmusspektrum regiert dann das, was wir machen können im Alltag. Und da sehe ich das größere Problem als darin, dass die Entscheidungen gut oder schlecht sind. Na, wir sind heute schon an einem Punkt, wo manche Forscher im KI-Bereich nicht mehr verstehen, warum ihre Systeme so funktionieren, wie sie funktionieren. Und Professor Hans Uskereit vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz hat mir neulich gesagt, er würde kein Projekt fördern öffentlich, bei dem die Wissenschaftler, die es antreiben, nicht mehr sagen können, warum das System das macht, was es tut. Und wir sind da heute schon an dem Punkt. Deswegen ist es gar nicht so sehr eine Frage der Effizienz oder ob die Filter Fehler machen. Es ist auch eine Frage der Accountability. Wenn ich den Algorithmus kann ich nicht accountable machen, wenn ich ihn nicht verstehe. Menschen kann ich accountable machen und bei Wikimedia läuft es eben so, beim Medienarchiv, um da nochmal zurückzukommen, auf unserem Bereich, da gibt es neue Uploads, die werden gesichtet, wird geschaut, was ist das, und zwar von Menschen, und die Menschen sagen und können relativ schnell erkennen, dieser Inhalt darf hier nicht stehen, und dann fliegt er raus. Also das, man kann eine Löschung über ein mit Menschen hinterlegtes System machen, vielleicht auch unterstützt durch eine Erkennungssoftware, die das Ganze, die da hilft an der Stelle. Aber die letztendliche Entscheidung bis zum letzten Punkt alles in die Hand der Maschinen zu legen, halte ich für eine schlechte Idee.